Hallihallo, meine Kirmesfreunde. Wo sind wir? Was ist denn los? Wir sind gelandet. Es kann in einer Viertelstunde geht's hier offiziell los. Schützen und Volksfest Wolfsburg 2024, das ist in der 72. Auflage. So, jetzt haben wir's. Achtung, Kirmesfreunde, 38. Hier kommt ein neues Video. Ihr Kanal für Kirmes. Runter vom Sofa, rauf auf die Kirmes. Ja, fangen wir mal hier unten an. Mal gucken, wer noch dazukommt. Ja, wir haben ein bisschen hier rumbummelt, man rummelt, ein paar Videos macht. Ein paar Möglichkeiten haben wir ja noch. Ne? Das ist ja, der Pascal wollte eventuell dazukommen. Vielleicht haut er mit vor die Kamera. Hallo. Wenn wir mal gucken, das ist, wer da alles mitmacht, ja? Ja, wie gesagt, hier haben wir erstmal ein paar fliegende Händler, hier, Dino. Wir kennen doch die Jugend heute gar nicht mehr, oder? Naja, egal, über die Kinder. So, dann mal auf, ne? Extensions gibt's hier auch noch? Da wüsste ich wen, der könnte sich ja mal einen Tag hinsetzen, ja? Das ist so, so, ja, gehüpft wird hier auch wieder. Einmal da und einmal da. Doppelanlage mit Durchgang irgendwie, ja? Das ist ja, und, Spider-Jumper. Und natürlich auch, ja, in Braunschweig. Schmerzlich nicht vermisst, sondern vergessen. Ne? Vergessen. Und jetzt ist er gerade nicht da. Da nehme ich jetzt Angst davor, Kamera. Aber hier Angelo Runke mit den Kartoffelflüstern. Ne? Er ist auf jeden Fall hier, er ist da. Und Baumstriezel gibt es auch gleich gegenüber. Ja, falls ihr jetzt fragt, wer schreit denn da wie am Spieß? Ich gehe mal einen Schritt nach vorne, dann seht ihr, wer da die ganze Zeit wie am Spieß schreit. Ja, oh mein Gott, heißt es. Oh mein Gott, ja. It is, wie es ist, ne? Evolution steht hier und drehst du seine Runden, ja? Übrigens hier dann auch im Zwischengang neben dem Baumstift. Gegenüber von den Baumstriezeln, Crazy Cups. Hallihallo. Ja, und, nicht genau die Schnalzduchen. Sehe wieder zu leise, weiß ich jetzt schon. So, Britzeln mit TZ zum Grimma. Und hier in voller Volle Bulle! Mal gucken, was der für ein Programm fährt hier. Oh, da? Oh, yeah. So, Freunde, es wird Zeit. Eine geht noch. Jetzt kommen wir zum Endspurt. So, und jetzt der letzte Schwung. Und sagen erstmal Oma Breaker. Ja, guten Tag und hallo und Servus. Noch mal weisen wir hoch, wenn ich das so.
Kirmes, Freunde. So, und jetzt guckt euch mal den, die schöne Krone an. Ja? So, so, sieht er doch besser aus als mit der Plane. Ja, zweifelsfrei. Ja. Komm, ist los. Hi. Freunde, ihr seid hier eingestiegen, um ein bisschen Spaß zu haben. Ja. Das finde ich aber voll cool von euch. Ich würde sagen, wir machen mal weiter. So, steht in voller Größe, in voller Gänze und hier auch nur zwei Reiche aufgebaut, ja? Ja, das ist wie es ist, ne? Moin. Hallo! Wir haben immer die gleichen Preise. Gut. Nee, die sind wir meistens beim Rundgang richtig. Ja, ja, unterschlagen hier den ersten Mandelwagen von Daniel. Mit lecker, lecker Zuckerfrüchte. Ja, und dann die Wurstbraterei. Ja, da sind schon dabei. Ja, wir machen nachher nochmal einen schönen Preischeck, aber nur guck mal hier, Bratwurst, 4,50 Euro, Bratwurst und Baguette, die können wir. Und ja, so klein sieht die Bratwurst gar nicht aus. Also wir hören nochmal auf den Pascal, ich glaube, da kommt er gerade. Und dann ja, setzen wir mal unsere Runde hier fort. Ja, ja, dann machen wir heute zum Videofummel, mal nicht ganz alleine. Das Pascal ist nämlich bei. Stell dich mal kurz vor, wer du bist. Ja, ich bin Pascal, bin 16 Jahre. Ja, das war's schon. Und kommt hier aus? Teppe. Aus Felbke, ne? Das ist ja gar nicht mal so weit. Ja, das ist so, und du kennst ja gar nicht so viele, ne? So, ne? Oh, Blumenkohl haben wir auch wieder hier am Start. Von Thüringer, also nicht ganz vegetarisch, aber bestimmt trotzdem lecker. So, und der gleiche Spruch wie immer, ne? Man muss nicht bis nach Brühl fahren, man kann auch hier ins Phantasialand. Guck mal, kennt ihr den netten Mann da hinten mit dem Telefon? Mein einziger Abonnent bei TikTok, aber der Beste auch, ja. So, Welte, doch im großen Fischwagen, ja. Und der zweite Danielwagen. So, und wir von Arendt, das Hotdog-Werk oder was ist es jetzt? Wieso steht da eigentlich nichts mit Werk drauf? Das ist, so wie gesagt, Hotdogs und gegenüber Peppis Leckerland. Ja, bestes Eis finde ich persönlich. Sind ja immer nur Meinungen. Ja, wenn du irgendwas zu sagen hast, hau einfach alles raus, tipp mich an. So, hier von Rosenstedt der zweite Zuckerbazar. Steht ja jedes Jahr hier mit zwei Wagen und Frankes Käsebrezeln. Übrigens hier ohne TZ, ja? Das ist. Hallo! Hallo! Was geht's denn, Brezeln? Ja, das ist. Brezeln! Mit Salz, mit Zwiebeln, mit Zwiebelsalz. Mit Zwiebeln und mit Schinken. Und mit normale oder belegte Brezeln. Oder noch nicht? Oder die Käse. Oder noch andere. Also es ist noch nicht alles da, aber es wird noch mehr. Und da kriegt dann Thomas auch eine geschmiert, wenn es sein muss. Ja, das ist. Wer viel Fragen stellt, kriegt eine geschmiert hier. Ja, also. Ne? So ist ja nun nicht. Ja? Ja, gucken wir mal hier, was gibt's denn hier im Greifach? Was gibt es denn hier zu gewinnen? ah ne, das ist eine Aufsichtsperson, ich dachte nur. Ja, sag, hast du natürlich den Rest zum Geburtstag? Ja, verrückte Farm haben wir auch noch hier. Jetzt mal ganz kurz Frage an die Zuschauer. Vielleicht kann mir das einer beantworten, aber warum liegt hier Stroh? Achso, hier bringt der. Haben wir ja auch noch. So, Dosen werfen. Und? Meine Flasche war da nicht sehen. Sportschüssen, schön, wenn
Witziger Retro-Style. Hat was. Das hat was. Das hat Gewicht. So. Ja, keine Bratwurst ohne Elas, kein Elas ohne Bratwurst. Ja. Da muss mal einer seine Bremsen quietschen, Bremsen ölen, ne? Pfannkuchen. Gucken wir uns nochmal genauer an. So, Elas, deine Kneipe gibt doch immer super leckeren Kaffee. Und ja, Enten angeln oder auch aussetzen. Hier. Ich weiß nicht, dass sie nur gelacht haben. Was gibt's euch hier abzuhören? Und wenn ich höre, wer sind noch mit Bernd Lorbach? Keine Ahnung, ob ich das Monster vertrage, aber Pfeilwerfen vertrage. So, und da müsste ich zu langweilig wird. Wir gucken jetzt einmal. Das dauert, glaube ich, einen Moment, bis der hier anfährt. Ist ja noch nicht die letzte Chance. Der Sonnen schon ist so weit gewohnt. Ich hab auch gar nichts zu glauben, dass das schon alles an den gleichen Namen zeige ich euch, wenn man nicht Monster aufhört. Aber dann hab ich den schon geliebt, so was als Monster wo ich nicht hassen. Die Reko ist ja eher so, naja, weiß ich nicht. Ja, ne. Wollen wir mal nichts drüber verlieren, ne? Stumm ist er. Stumm. Wollt ihr schon auf Horn? Ja, alle, die schon auf Horn wollen, die Hände auf so Höhe, die Arme, warum? Wir machen, wir machen. Wir machen, wir jetzt kommen wir langsam, wenn es Spaß macht, ja? Ja. Alter. Bin ich mal wieder. Übrigens, Big Monster steht dies Jahr auch auf Kange. Da ist ja heute Morgen dann die Bestickung veröffentlicht worden, die endgültige. Also mega geil, ja? Guckt da mal rein. Grüne Schlemmerküche, was gibt's denn hier? Fladdies mit Feta, Tomate, Gurke, ja. Das sieht schon gut aus. So, wollen wir Rennen zu viert machen? Ja. Gut, alle mal den Ball festhalten. Aufgesetzt, fertig und los. So. Aquafun, auch immer ein ganz lustiges Spiel. Ja, den würde ich euch gerne mal zeigen. Ja.
Dann aber letztes Jahr auch schon hier mit bei, ja. Und natürlich dann. Von Fritz Voss, der Zuckerwagen hier. Wie ist das da oben? Ein gelbes, ein grünes. So, kein Rummel, keine Messe, kein Schützenfest, kein nichts, kein gar nichts. Ohne eine anständige Losbude, weil irgendwas muss ja los sein, ja? Holt jedes Herz hier uns. Also, probiert es doch aus hier. So, und dann haben wir hier von Haider. Haben wir von Haider, den Kind. Samba Dance heißt er hier, ne? Samba Dance, ja genau. Und gegenüber dann die große Doppel-8-Schleife. So, hier gibt es ein bisschen History. Gucken wir nachher noch mal rein. Falls jetzt die Frage kommt, was hat das mit dem alten Wagen auf sich? Ja, das erzähle ich euch dann später noch mal. Ja? So, wie spät haben wir es denn überhaupt? Wir haben es, naja, auch eine halbe Stunde erst rum. Das ist ja hier, ein ganz schneller Platz wird das ja hier, wa? Ein ganz schneller Platz. Ja, Pizza Passione von Wienert. Ne? Mal gucken, ja, ganz kleine Pizza, große Pizza, leckere Pizza. So. Großer Hunger, kleiner Hunger, ganz großer Hunger. Ja, wie man möchte. Ja, ne? Oder ganz großer Hunger und einmal durch, ja? Ja. Ja. Die will gar nicht. So. Ist schüchtern. Guten Appetit. Danke. Oh, das ist mein. Und ich will, man hab jetzt Soße am Finger. Komm an. Ich kenne ja nur schon als Flasch aus. Was ist das? Schokokuss? Ist das Eis? Aber es ist kalt für Eis schon wieder, ne? Ja. Einer unserer Bestseller. Wir waren relativ schnell fertig hier, ja. Ne? 7D Kilo, Meier. Zieht euch warm an. Es wird kalt in der Eisfett. Roten Teppich für uns ausgerollt. Ja, schön. Und volle Pulle hin. Alles Gemüse. Das ist bestimmt gesund. So, einen Greifer haben wir noch mal stehen. Und den zweiten Weber. Den Greifer und natürlich den zweiten Weberschmalzkuchen. Betut. So, ja, den kleinen Kinderflug haben wir hier oben auf der Ecke. Und dann geht's hier hinten nochmal hoch hinaus. Mandelmeier. So, dann Rio Rapidos. Auf und nieder. Nass bleiben wir nie. Vielleicht, mal gucken. Come on board this resting adventures. Ja, der Chef scheint zufrieden, ja? So, Modes Heideschinken darf natürlich in Wolfsburg nicht fehlen. Wir sind also Kamerascheuen. So, Tom Latina, auch wieder dabei. Change.
Ja. Und hier gegenüber, jetzt als Säumung des Platzes, der hinteren Platzkante, das große Wilhelm-Riesenrad. Ist ja auch aus Hannover rübergekommen. Auch das Riesenrad hat eine, zwei behindertengerechte Gondeln. Das sind nämlich die geschlossenen hier. Von oben? Von oben? Oh, da wird der arme Lukas schon wieder verdroschen, ja, das ist so. So. Und dann haben wir hier nochmal den zweiten Imbiss und einen fast leeren Akku. Und sagen muss, Pommes für 4 Euro finde ich schon Ansage, so. Bruch-Spezialitäten, Magdeburger Schmalzkuchen, Eisspezialitäten, Vanille-Schokolade, kandierte Früchte und Paradiesäpfel. Und dazu natürlich nicht zu vergessen, eine ordentliche Portion Slush-Eis. So, jetzt haben wir ja schon mal einen Teil geschafft, aber was wir noch mal machen müssen, ist mal so richtig auf den Frosch kloppen. Ja? Das ist. Jungs, habe ich letztes Jahr gelernt, es ist wichtig, da drauf hauen, nicht auf den Frosch, das funktioniert nicht. Genau so ist richtig, genau so. Merken, erhöht auf jeden Fall die Gewinnchancen. Ja? Und Jungs, wenn es mal ein bisschen lauter wird, ihr dürft euch gerne die Hand drauf halten. Ne? So, kleiner Exkurs durch Zelten, mal kurz geplaudert hier mit allen. Ja, man muss sich ja gerade am Anfang so ein bisschen mit allen Bechern da begrüßen, ne? So. Und auch der Pascal, der ist gleich über im Handshake begrüßt worden, ne? Keiner weiß, wer er ist, aber er wird aber auch zu. Ja, so ist das halt bei uns, ne? Das ist, so, hier, ja, lecker. Das ist auch nochmal lecker, lecker. Pfiff, ja? Das üben wir noch mal. So, nee, alles gut. Ja, lecker Fisch und natürlich auch lecker Hühnchen. So, bisschen gut versteckt, würde ich sagen. Ne? So, so klein man übersieht es fast hier. Geisterfabrik. Hat ja irgendwie nur gefühlte 45 Meter Frontlänge, ja, das ist ja, kann man ja mal übersehen. Das kann ja schon mal passieren. So, was haben wir hier noch? Crazy Crabs, Crazy Bowl. Und lecker Langmusch. Und der Leon ist natürlich auch mit den Churros da. Nur jetzt ohne Leon. Und wenn Weinhorn sagt, Love Peace ist Soft Eis, dann ist es auch so. Wird laut, ne? Wird laut. Das ist von Wilhelm, der Shaker. Das ist das Ersatzgeschäft. Eigentlich soll hier ein anderer Shake hier stehen, aber ja. Hey, jetzt haben wir halt den. Der ist ja auch eigentlich schöner. Ich grüße alle meine Freunde. Ja, so, die Grüße sind übermittelt. Wieder drei Möglichkeiten, sich einen Überblick zu verschaffen. Im Riesenrad. Tschüss, viel Spaß noch. Im Riesenrad. Da kann man dann gemütlich sein. Ah, jetzt habe ich schon gezeigt, ne? Oder man kann mal gemütlich hoch und sich ein bisschen im Kreis drehen und dann schnell wieder runter. Das ist ganz gut, wenn man Höhenangst hat. So wie ich, also beim Hangover auf 85 Meter. Herzlich willkommen an Bord. Erste Mal. Oh mein Gott, wer raucht denn hier so? Ich schau mal, wer alles so an Bord ist. Schau mir immer erst die Fahrgäste an, ne? Ich nehme nur nette Fahrgäste mit.
Die weniger nicken, die schmeißen auch nichts mehr raus. Kann er doch gar nicht sehen bei dem Nebel. Erstmal 3 Meter, ne? Ganz langsam. Wir haben ja schließlich Männer an Bord. Die quietschen immer so. Achtung für dich. Fangen wir erstmal gemütlich an. Erstmal 40 Meter. Wir schnuppern das Ganze mal ab. Jetzt geht's los. Übrigens, herzlichen Dank an die Familie Schneider, Sama Schneider, Neifahrt, ne? Sagen wir schon mal hier vorab, falls ich später nicht mehr dazu komme. Ja, noch ein bisschen, nochmal ein bisschen mehr von mir. Wir fahren mal hier runter jetzt. Ja. Nicht so schreien, das kommt mal erschreckt, ich mich da verpackt in das Bild. Ja. Oder noch knapp. Meine Partie ja 100 Meine Partie ist schon der Turm, ist 120. Ah ja, gut, von weg. Gut, was der jetzt? Okay. Ihr habt den Hangover. Oh, da sind wir wieder. Überlebt den Hangover. Die Hügel sind automatisch. Vorne mit dem Gefäß nach vorne. 5 Minuten schicke ich dann vorne. Ich sage merci. Merci, au revoir, dankeschön. Was sagst du zum Mobilen? War gut. Ja, und die dritte Möglichkeit heißt Ritter Evolution. Und bis dahin kommen wir noch vorbei hier an der Bratstube. Wir gehen von Thomas Bonswig. Übrigens, hier auch Toiletten, genau wie am Zelt. Dann ist Bremsen natürlich kürzlich. Ja, und wir haben natürlich auch noch, damit es nicht zu langweilig wird, hier Wilde Maus XXL von Eberhard. Wir würden 30 Meter direkt vor Sie gehen. Wir sehen die Möglichkeit, sogar mit Virtual Ride zu fahren. Ja, höre ich den noch etwas musikern. Wer liegt eigentlich heute auf? Ich glaube, der Chef selber. Das merkt man. Gestern war besser. Einfach immer durch die Kamera laufen. Ich sag's immer wieder so. Wer B sagt, muss auch Bob sagen. Und wer Bebop sagt, der muss auch fahren. Bebop Scooter. Übrigens, meine Meinung vom Design her auch so ein bisschen auf Vegas-Style, American-Style. Und passt daher eigentlich ganz geil zum Hangover hier. Ich würde sagen, wir gucken mal rein in das Scooter, was da so abgeht, wa? Gucken wir mal. Auf jeden Fall kommt man hier schwungvoll rein in die Halle, ja?
So, dann mal weiter hier auf der Leiter. Ja, Paparetti. So, haben wir eine Menge Kameras heute unterwegs hier auf dem Platz. Übrigens, geiles Gimmick, muss ich euch mal zeigen. Man kann nämlich auch melken hier, ja? Also, wo Mäuse sind, ist ein Stall, wo ein Stall ist, sind Kühe, wo Kühe ist, muss gemolken werden hier. Und man kann eine Freifahrt gewinnen, ne? Wer genug will. Wer genug Milch, sehr genug rausholt aus der Kuh. Wo finde ich das dann? Kommes, Freunde, 38. Okay, danke schön. Bitte schön. Danke. Ja, so ist es dann, ne? Vielleicht schaffen wir es ja noch mal, dass wir einen mutigen finden, der sich hier hinsetzt. Weil melken ist etwas, ja. Und eine Freifahrt gewinnen. Also melken kann ich schlechter als der Kuhstepptanz. Gibt eine Freifahrt zu gewinnen, ja? Beim Wettmelken. Großen Joghurt gefällig, stehen wir gerade bei. Ich bin auch über eine Menge geiler Toffings. Sieht super lecker aus, aber ich könnte mir den ganzen Platz leer futtern, ja? So, wo ist der denn? Zweiten Wagen, ersten Wagen? Wo gucken wir denn? Keine Ahnung. Der andere Wagen. Oder wir fragen einfach mal, ja? So, ist das jetzt der erste oder der zweite Wagen? Der erste? Ja, der erste. Oder der zweite, oder? Egal. Also der andere. Ja, gut. Er weiß es auch nicht, also ist es einfach der andere. Ja, das ist Chaparral. Chaparral? Scheiße, Schießwagen, ne? Oh, dann bin ich auf den blauen Teppich zurück und dann sind wir wieder auf der Erde. So, Fischen in Braunschweig, Golden Nuggets, das große Casino. Andere Geschäfte, andere Spiele, wollen wir gucken? Los, dann rein da. Alles geschoben, ja. Das macht doch zwei Kinder. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ja, ganze Wand voll, ja. Also, gibt keinen Grund, nicht zu spielen. Gewinne sind genug da. Aber mit diesen Gewinnpunkten, finde ich ehrlich, habe ich bis jetzt noch nicht begriffen. Ja. Muss mir vielleicht mal einer ganz in Ruhe erklären, wie das funktioniert, wie das gemeint ist. Ja. Wenn mal irgendwann irgendwo ganz viel Zeit ist. So, machen wir rechts weiter oder links? Also, da oder da? Da? Gut. Eine schöne Runde Kinderkarussell. Nein.
Und wie soll man bei dem Parfum hier noch reinkommen, sag mal? Kommt immer noch was, ne? Ja, aber nur vorm Essen. Nach dem Essen wird's eng, ja. So, ne? Auf jeden Fall mit den Figuren hat Gesicht hier, ja? Atlantis is calling, Leute. Ne? Ja. Einmal vor uns. Was ist los? Wen haben wir? Daniel zum Dritten. Mahlzeit. Das heißt, hier die Belegung, ey, jetzt ist die Chefin selber in der Kasse, ja? So, das heißt, jetzt bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier klappt. Oder nicht, ja? Das ist, was wollen die eigentlich haben für eine Fahrt? Ja, das ist jetzt mal interessant. Gar nichts. Die nehmen gar nichts für eine Fahrt. Doch. Kostet nichts. 8 Euro. Wo? Steht da. Rechts in der Ecke hoch. Ah, hör mal, die kleinsten Preise. So, das war's schön. So, kein langes Sackeln, einmal los, ja? Ja? Ja, da musst du mit gefangen mitgehangen, ja? Ja. So, also, wollen wir Evolution testen, ja? Endlich mal testen. Auf geht's. Ja, ich hab gesagt, ja, mach da. Aber am besten ist dann den Kopf vor nach hinten lehnen und dann nach vorne. Dann kannst du das mal ein bisschen abfedern. So, dann mal schön Blick hier über den ganzen Platz. Was wollen wir denn nur? Ich kann mein Haus von hier oben sehen! Ja, wenn ich wüsste, wo es ist, da irgendwo. Da ist Königsblutter irgendwo. Ja, da ist es. Ja, da ist es. Und nach Elm. Elm ist hier drin. Da wo ich mir da nicht dran gefallen. Achso, da ist jetzt der Platz. Ja, soll er schon mal sehen. Da hätte mal drüber. Ja, am besten dann so über. Ja, und filmen dürfen wir auch so. Was sagst du dazu? Erste Fahrt? Bin mal gespannt. Ja, das so, stimmt. Mal gucken, wie schön der fährt. Ja. Und wir fahren jetzt erstmal. So, ganz langsam geht's los. Da bin ich jetzt schon gespannt. Einmal schaukeln? Toll. Ja. Es geht erst los. Du kribbelt gleich ein bisschen in die Füße. Ja, weil es kribbelt so. So. Da hätten meine Haare gar nicht machen brauchen. Nee, ich geh sowas gleich hin. So. Und jetzt.
Ah, jetzt, ich merke schon, es kommt wieder wie immer. Sag ich doch, ich muss immer aufstoßen nach der Fahrt. Immer. Und danach habe ich dann Hunger. So, und Jaguar fahren? Na, Jaguar, ich koche natürlich auch immer oben. So. Geil! Servus, kommt mal gerade mal noch ein hier und dann legen wir los hier. Ich auch mit dabei. Oh ja, dann wollen wir mal. Sag mir, legen los. Let's go. Ja, jetzt ist los, meine Damen und Herren. Ich sag mal, wir packen uns an. Identity. Sag mal, Mann, oh Mann, oh Mann, ja, ich komm dazu, ganz locker, legen wir los, ja. Wir los, Leute! Karussello geht es schnell um. Und letzter. Meine Damen und Herren, auf dem Boys and Girls, Ladies and Gentlemen, die Schatz heraus. Oh, schneller. Ja. Aber ich habe hier zu Hause. Und ihr schneller. Na los, komm her, alles klar, hier geht los, wir packen es an, jawohl, komm, wir lassen es krachen, jetzt geht's los, Leute! Jetzt geht's los, jetzt hören wir das hier hinten noch ein bisschen lauter, ne? Ja, ich hab nicht gesagt leiser, sondern lauter. Ja, sicher, so von hier können wir uns kommen, alles klar, wir legen doch alles rüber, alles rüber, wir legen doch alles rüber. Jetzt haben sie uns entdeckt. Na dann mal los. Ticket kaufen und eine Runde mit der wilden Maus. So, dann wollen wir mal durch, ja, ne? Hauptsache, da kriegt ihr noch Futter, der Gaul. Ich meine, wer ist schon eine Achterbahn mit einem kompletten Laufparcours davor, ne? Sauber bin ich jetzt. Ruf einen Satz. Oh nö. Da verwackel ich doch immer die Bilder, weil ich mich festhalten muss. Ist, Leute, einer ist locker, der kippt immer um. Nicht? Über die Maschine kommt nur rum. Ohne das Schaum, ohne!
Man soll ja auch nicht sehen, was dahinter ist. Ja, der Hüpfung passt schon mal. Also weiter. Also Laufhaus gibt's auch gleich dazu, ja? Nur halt ohne Haut. Jetzt kommen wir ins Laufhaus, okay? Ich bin eine Schallplatte! Na gut, bin ich doch nicht. Okay, der war fest. Wollen wir gucken, ob wir nach vorne kommen? Ja, wollen wir auch das sagen. Das wäre ja gar nicht so verkehrt, ja? Aber da habe ich dann doch sofort eingeladen. Ja? Und darum stand ich da die Teilungsstörungen. Ja, bitte auch der Platz, der war unbezahlbar. Aber war in Ordnung die Fahrt, oder? Ja, es war. Tja, wie war lustig. Ja. 100 Kilo aus. Retten aus. Leicht entzündliche Kleidung weg. Ich bin fertig geladen. Ja, das war richtig schön. Paar schöne Cakes bei, ne? Also, ne? Das, was ihr nachher richtig seht oder vorhin gesehen habt, ist dann das hier. Also, macht schon mal, sieht schon schön aus.
Ja, da hat auch Schneider Pyrotechnik ein richtig schönes Aller in Flammen gezaubert. Ich fand's ganz schön. Flächenausleuchtung abnormal, einfach abnormal gut. Also, von der Aufmachung, ich finde den Airborne schöner, aber was hier an Moving Heads verbaut ist, ja, was hier an Licht durch die Luft und durch den Boden fliegt, das ist einfach abnormal geil. Also, der ganze vordere Bereich ist hier am Leuchten, am Funkeln, ja. So, das Abnormale geht ein bisschen weiter, weil parallel, das ist ja, zum einen von der Evolution, wo das Licht ist, und die andere Hälfte ist vom Breakdown mit den neuen Moving Heads bestückt. Also, ich weiß jetzt nicht, und ich glaube nicht, dass die beiden Verantwortlichen hier wussten, dass beide, die jetzt hier auf das, vorne stehen, wo sie sonst nie stehen, das Licht verstärken und hier einfach so eine Show reinziehen. Ja, also, das war, ich denke, es war Zufall, aber mega abnormal gut. Ja, muss man einfach so sagen.
Kirmesfreunde 38. Runter vom Sofa, rauf auf die Kirmes.